Regina Toss, Andreas Holm und Uwe Jensen. Diese Namen stehen sehr weit oben in der Liga der DDR-Schlagermusik. Dem Publikum im Osten des jetzigen Staates waren diese Größen des Schlager-Olymp zumeist nur aus dem Fernsehen der DDR bekannt. Noch aber stehen so einige der sehr bekannten Interpreten auf der Bühne und erfreuen ein mit ihnen gemeinsam reif gewordenes Publikum. Und so gab es im April im Coswiger Kulturhausbörse ein Wiedersehen mit Schlagersänger Uwe Jensen, die Show zum 50. Bühnenjubiläum. Im großen Saal des Hauses präsentierte er als seine Gäste Regina Toss, Andreas Holm und das TV-Showballett Smash mit Evelyn Weinzettel und Olga Galotta. Also es macht wirklich sehr, sehr Spaß und deswegen soll jetzt keine Drohung sein, aber ich mache bestimmt noch eine Weile weiter. Weil die Leute wollen mich immer noch haben und das macht auch wirklich die Arbeit, ist eigentlich keine Arbeit ist auf der Bühne. Deswegen mache ich das immer noch und weil ich so viel Freude und Spaß an dieser Sache habe, auch mit den Kollegen zusammen. Und ich denke auch, wir haben so einen Schatz an musikalischer Erinnerung noch aus DDR-Zeiten, mit alles Lieder, mit denen wir groß geworden sind. Und die möchte ich natürlich erhalten und weitergeben. Und deswegen hoffe ich Gesundheit und alles sowas und dann wird es auch noch eine Weile so bleiben. In der rund dreistündigen Show hat sich alles um dieses ewige Miteinander, Füreinander, Übereinander und manchmal eben auch Durcheinander zwischen Mann und Frau gedreht. Besonders die älteren Semester können sich natürlich noch gut an die DDR-Schlagerstars Uwe Jensen, Andreas Holm und Regina Toss sowie deren Hits erinnern. Allerdings gesehen haben sie die zumeist nur im Fernsehen der DDR. Ein Live-Erlebnis in der Börse war zur damaligen Zeit schier undenkbar. Heute Normalität. Wie ein Großteil ihrer Fans sind auch sie in die Jahre gekommen, was sie jedoch nicht davon abhält, weiter auf der Bühne aktiv zu sein. Der älteste unter ihnen ist Hans-Joachim Hirschler, Jahrgang 1942, besser bekannt unter dem Namen Andreas Holm mit seinem Erfolgshit Siebenmal Morgenrot. Ja, ja, in unserem ehemaligen DDR-Bereich sind wir immer noch da, wo sie uns kennen. Es sind auch Angebote gekommen von der anderen Seite, aber jetzt zu irgendwelchen Leuten, die dich nicht kennen, ja, das macht keinen Spaß. Freude macht's, wenn sie dich erkennen, wenn sie Spaß haben und die Lieder mitsingen. Das ist schön. Letztens sprach mich jemand an, sagte, Herr Holm, Sie haben mich musikalisch das ganze Leben durch begleitet und durch siebenmal Morgenrot, siebenmal Abendrot, da habe ich meine Frau kennengelernt und da haben wir ja heiratet. Na, ist das nicht toll? Regina Toss, das ist Lebenslust, Freude am Gesang und an der Show. Ihre Herzlichkeit, ihr Charme und ihre unvergleichlich warme Stimme haben sie zum Star gemacht. Die gebürtige Zwickauerin sang schon mit 8 Jahren im Schulchor. Ihren Karrierestart begann sie als 20-Jährige. Ihr Repertoire reicht von Schlager über Folksongs, Evergreens und Filmmelodien bis hin zum frivolen Chanson. In erster Linie aber fühlt sie sich zum Genre des Schlagers hingezogen. Der Schlager, ein Schlager, wie ich schon eben sage, ist das Größte, wenn es dir passieren kann, dass du ein Schlager landest. Denn damit wirst du bekannt. Weißt du, es gibt viele, ich habe Operette gemacht, mit 15 Jahren schon Operettenprogramm. Ich habe 2019 habe ich in Frau Luna gespielt, die Pusebach. Ich habe Kabarett gemacht, ein Zickenkränzchen. Ich habe ja alles gemacht. Ich habe einen eigenen Chansonabend, alles noch. Aber es gibt Leute, die eine tolle Stimme haben und dann eben nur einen bestimmten Publikumskreis ansprechen. Chanson-Leute, die haben eben ihr Chanson-Publikum und Jazz-Leute haben ihr bestimmtes Publikum. Und deswegen habe ich immer gesagt, Schlagersängerin ist zu wenig. Ich habe mich immer betrachtet als Unterhaltungskünstlerin.
in allen Genres. Aber wenn dir eben ein Schlager gelingt und du kannst mit Hilfe dieses Schlagers dich weiter profilieren und dich in allen möglichen Genres probieren, das ist das Größte, was einem Künstler passieren kann. Und ja, so konnte ich mich eben ganz vielseitig probieren, ausprobieren. Aber. Die Kinder hast du gegeben, die haben sonst nicht viel vom Leben. Wohl kaum ein Künstler steht auf irgendeiner Bühne ohne seinen Manager. Die Fäden in der Hand für die Interpreten dieses Abends in der Coswiger Börse hatte Hartmut Richter. Auch er kann nun nicht gerade mehr als Jungspund bezeichnet werden, aber an den sogenannten Ruhestand denkt auch er noch nicht. Ich habe Spaß an der Arbeit, mit ehemaligen Kollegen weiter zusammenzuarbeiten. Wir kennen uns alle und wir sind auch dabei, diese Programme gemeinsam abzustimmen und so zu formen, dass wir auch noch dem Publikum oder beim Publikum noch ordentlich ankommen. Und ich denke schon, hier an der Börse, was ich hier erlebt habe, ist, dass es einen wunderbaren Geschäftsführer, den Herrn Kretschmer, gibt, der sich so in das Zeug hineinlehnt. Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit, also es flutscht hier, es ist unbeschreiblich, ich komme in vielen Häusern rum. Ich muss natürlich sagen, dass ich ganz selten so einen Geschäftsführer erlebe wie er. Und ich denke, dass wir auch weiterhin in dem Haus zusammenarbeiten. Wir liebäugeln, dass wir vielleicht gar Weihnachten noch eine Weihnachtsgala hier in diesem Haus machen werden. 50 Jahre im Geschäft und noch immer nicht auftrittsmüde sind alle drei. Deshalb beleuchten wir noch die beiden Schlagerinterpreten Regina Toss und Andreas Holm etwas näher. Das aber demnächst hier in ihrem K3-Programm.